Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur fünften Folge Undertale, der original englischen Version, mit einem deutschen Kommentator, der nur scheiß Englisch kann. Und ja, im letzten Part wurde ich ein bisschen von Papyrus nass gemacht, aber yay, hier steht er auch schon. Ich rede mal mit ihm. So he came back to have a date with me. You must be really serious about it. I'll have to take you someplace really special. A place I like to spend a lot of time. Stimmt, jetzt kommt echt ein Date. My house! Ja, da war die Tour jetzt echt nötig. Da oben das Zimmer, aus dem so Flammen rauskommen. Ja. Yeah. Impressed? I increased the height of my sink. Now I can fit more bones under it. Take a look. What? Catch that meddling canine? Curses. Censored Bock. Stop playing my life with incidental music! Ja, er hat sein Waschbecken erhöht, damit mehr Knochen in die Ablage da drunter passen, und jetzt hat er sich beschwert, dass Sans sein Leben plagt mit dieser Musik. Die Tür ist verschlossen. That's my room! If you finish looking around, we could go in and do whatever people do when they date. Ja, das ist eine ganz tolle Szene hier. There are no skeletons inside my closet, except me sometimes. Da sind einfach Klamotten aufgehängt, yay. That book's one of my favorites. Advanced Puzzle Constructions for Critical Minds. That next book's another one of my favorites. Peek-a-boo with Fluffy Bunny. The ending always gets me. Ah, ja, das sind Actionfiguren. Ah, yes, Actionfigures. A great reference for theoretical battle scenarios. How do I have so many? Well, let's just say they're from a chubby smiling man who loves to surprise people. Auf Deutsch Weihnachtsmann. Santa. Ja. Hier ist der PC. The Internet. I'm quite popular there. I'm just a dozen away from a double-digit follower count. Of course, fame has a steep price. A jealous troll has beside my online persona, always sending me bad puns in a goofy font. Ja. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie viele Follower er hat. Ich glaube, 2 oder 3. Aber einer von ihnen ist ein Troll, der ihm immer wieder schlechte Wortwitze sendet. Könnte dieser jemand vielleicht im Nachbarraum sein? Hey, those are all the attacks I use on you. Ja, danke, ne? Darf ich sie treten? Great memories, huh? Seems like it was only yesterday. Even it basically just happened. Ja. Also für mich war es sogar gestern. So, you've seen everything? Do you want to start the date? Logo. Okay, date start. Mit einer ganz tollen Musik. Here we are, on our date! I've actually never done this before, but don't worry, you can't spell prepared without several letters of my name! I snagged an official dating rulebook from the library. We are ready to have a great time! Let's see! Press C on your keyboard for the dating hat. What the fuck? Admit. Ich trinke kurz einen Schluck Gift. Also natürlich nicht wirklich Gift, aber Milch halt. Ohne wäre nicht stolz. Wow,
Maui, I feel so informed. I think we are ready for step 2. Und oben auf dem Radar der Hut. Step 2. Ask them on a date. Human, I, the great papyrus, will go on a date with you. Yay. Really? Wowie! I guess that means it's time for part 3. Step 3. Put on nice clothes to show you care. Wait a second. Wear clothing. That rim in your hair. You are wearing clothing right now. Not only that, earlier today, you were also wearing clothing. No, could it be? You wanted to date me from the very beginning? Ja, natürlich. No, you planned it all. You're way better at dating than I am. No, your dating power. What the fuck? Das ist eine der cringigsten Szenen im ganzen Spiel, ne? Hätte ich vielleicht vorwarnen sollen. Don't think you bested me yet. I, the great papyrus, have never been beaten in dating. And I never will. I can easily keep up with you. You see, I too can wear clothing. In fact, I always wear my special clothes underneath my regular clothes. Just in case somebody happens to ask me on a date. Yay! Du willst, also, was heißt da nun? Ich bin zwar da nicht echt ganz witzig zu nehmen. Also, ich will sie ziemlich tragen, aber. No, a genuine compliment! Ja, die Date Power steigt. However, you don't truly understand the hidden power of this outfit. Therefore, what you just said is invalid. That won't escalate any further unless you find my secret. But that won't happen. Ja, er hat ein Geheimnis an seinem Outfit. Und zwar hier. My hat? My hat? My hat? Nyeh! Well then, you found a secret. I suppose I have no choice. It's a present. Present just for you. Natürlich öffnen. Was sonst? Do you know what this is? Natürlich. Spaghetti. Spaghetti! That's what you're thinking, isn't it? Right. But oh, so wrong. This ain't any plain old pasta. This is an artisan's work. Certain spaghetti. Finely aged in an open cast. They cooked by me, Master Chief Cyrus. Human, it's time to end this. There's no way this can go any further. Der Geschmack ist unbeschreiblich. What a passionate expression! You must really love my cooking. And by extension, maybe even more than I do. No! Das Ganze ist relativ schnell eskaliert. Human, it's clear now. You're madly in love with me. Everything you do, everything you say, it's all been for my sake. Okay. Oi, is it hot in here or is it just me? Oh shoot, human, I'm sorry. I don't like you the way you like me, romantically, I mean. I tried very hard to. I thought that because you flirted with me, that I was supposed to go on a date with you. Then on the date, feelings would blossom forth. I would be able to match your passions for me, but others, I, the great papyrus, have failed. I feel just the same as before, and instead by dating you, I've only drawn you deeper into your intense love for me. The dark prison of passion with no escape. How could I have done this to my dear friend? No, wait, that's wrong. I can't fail at anything. Human, I'll help you through these trying times. I'll keep being your good friend and act like this all never happened. After all, you're very great. It would be tragic to lose your friendship, so please don't cry because I won't kiss you because
I don't even have lips. And hey, someday you'll find someone as red as me. Well, no, that's not true. But I hope you settle for the second best. Ja gut. Von dem habe ich jetzt... Oh, and if you ever need to reach me, here's my phone number. You can call me anytime. Platonically. Well, gotta go. Ich habe da jetzt nicht alles übersetzt, weil das einfach teilweise ein bisschen arg cringy war. Aber hey, es ist geschafft. Ich hatte ein Date mit Papyrus. Klatsch, klatsch. Na dann kann's jetzt weiter mit der Story gehen. Dieses Mal wieder hier im Nebel. Aber dieses Mal kein Papyrus, der mir den Weg versperrt. Diesmal geht es einfach weiter. Susans. Und hier ist wieder Monster Kid. Yo, I am sneaking out to see her true. Awesome, she's the coolest ride. I wanna be just like her when I grow up. Hey, don't tell my parents I'm here. Er hat gefragt, ob ich hier bin, um sie zu sehen, weil sie die coolste überhaupt ist. Und ich soll seinen Eltern nicht sagen, dass er hier ist. Was zum Fit bist du? This is an echo flower. It repeats the last thing it heard over and over. Diese Blume wiederholt das Letzte, was sie gehört hat, immer und immer wieder. This is an echo flower. It repeats the last thing it heard over and over. Wie gesagt, das Geräusch des Wassers erfüllt mich mit Entschlossenheit. What? Have you seen a guy with two jobs before? Fortunately, two jobs mean twice as many legally required breaks. I'm going to baby. Wanna come? Er hat mich gefragt, ob ich noch nie jemanden mit zwei Jobs gesehen habe. Und er hat zwei Jobs, weil das heißt doppelt so viele Pausen. Und jetzt fragt er mich, ob ich zu Grillbeef, also Fast Food, mitkommen will. Warum nicht? Well, if you insist, I'll pry myself away from my work. Over here, I know a shortcut. Eigentlich müssten wir zwar ganz wo... Ja. Da müssten wir eigentlich ganz woanders landen, aber hey. Fast Shortcut. Hey, everyone. Hey, Sans. Hey, Sans. Greetings, Sans. Hey, Sansi. Hey, Sans, weren't you just here for breakfast a few minutes ago? Nah, I haven't had breakfast in at least half an hour. You must be thinking of brunch. Here, get comfy. Auf Deutsch, Sans verbringt den Großteil seines Tages hier. Whoops, watch where you sit down. Sometimes you just put whoopy cushions on the seats. Anyway, let's order. What do you want? Fritten oder ein Burger? Natürlich waren Furzkissen auf meinem Stuhl. Burger, Junge. Hey, that sounds pretty good. Ruby will have a double order of burger. Sorry, hab kurz wieder einen Schluck Gift zu nehmen. So what do you think of my brother? Sehr cooler Typ. Of course he's cool. You'd be cool too, if you wore that outfit every day. Only take that thing off if he absolutely had to. Oh well, at least he washes it. And by that I mean he wears it in the shower. Ja. Here comes the girl. Want some ketchup? Ich lass dir mehr übrig. Ketchup ist Sans Hauptnahrungsmittel. More for me. Ich sag's ja, er trinkt das Zeug. Anyway, cool or not, you have to agree Papyrus tries real hard. Like how he keeps trying to be part of the Royal Guard. One day he went to the house of the head of the Royal Guard and begged her to let him be in. And of course she shut the door on him because it was midnight. But the next day she woke up and saw him still waiting there. Seeing his dedication
She decided to give him warrior training. It's still a work in progress. Also Papyrus war schon im Kopf der Königswache und hat sie angebettelt, der Königswache beitreten zu können. Weil es Mitternacht war, hat sie... Okay, ich habe gleich gesagt, dass es eine sie ist, auch die Monster Kid heißt, das gelbe Vieh da vorne so cool findet. Das ist der Kopf der Königswache. Ja. Weil... Aber jetzt bekommt er Training von ihr, weil er so lange durchgehalten hat, dass er selbst am Morgen immer noch vor ihrer Tür gewartet hat. Oh ja, wanted you to ask something. Spotlight. Have you ever heard of a talking flower? Leute, ihr wisst alle, wen er damit meint. So you know all about it. The echo flower. Ja, nicht Flowey, sondern die Echoblume. They are all over the marsh. Say something to them and they repeat it over and over. What about it? Well, Pyrus told me something interesting the other day. Sometimes, when no one else is around, a flower appears and whispers things to you. Flattery, advice, encouragement, predictions. Weird, huh? Someone must be using an echo flower to play a trick on him. Keep an eye out, okay? Thanks. Das würde man später in der Story erfahren, wenn man keine Hobbys hätte und den Endboss gefühlt 20 Mal besiegt. Ja. Das erzähle ich dann noch. Well, that was a long break. Can't believe I let you pull me away from work for that long. Oh, by the way, I'm flat broke, can you foot the bill? It's just 10,000 G. Ich soll natürlich die Rechnung über 10.000 Gold bezahlen. Just kidding, Brady, put it on my tab. By the way, I was going to say something, but I forgot. Ja, sehr toll. Rilbys hat gesagt, dass mein Futter jetzt kalt ist. Ja, natürlich muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. So, ich find's halt schade, dass man nicht schneller laufen kann in Undertale als das hier. Das macht es teilweise ein bisschen nervig. So, jetzt bin ich wieder hier. Speicher nochmal. Und dann gehe ich weiter. Waterfall Checkpoint. Das ist eine Beschreibung der Truhen von einem Truhenhasser. Ich habe da nichts zu essen drin, oder? Nur der Snowman Piece. Hier ist eine Echoblume. I saw something behind that rushing water. Da schwört jemand, er hat etwas hinter dem Wasserfall gesehen. Aber ich glaube in der... hier oben, ja. Diese zwei Striche zeigen es auch an. Ein Tütü. Das ist ein Rüstungsteil. Au. Na dann. Oh, ich weiß, was hier kommt. Papyrus. Hi, Undyne. I'm here with my daily report regarding that human I called you about earlier. Huh? Did I fight them? Yes, of course I did. I fought them valiantly. What? Did I capture them? Well, no. I tried very hard, Undyne, but in the end, I failed. What? You're going to take the human soul yourself?
But Anline, you don't have to destroy them, you see, you see. I understand. I help you in any way I can. Das da oben ist Anline. Und ins Nichts verschwunden. Und da ist Monster Kid. Yo, did you see the way that she was staring at you? Sorry, dass ich die Stimme irgendwie nach einer Sekunde wieder vergesse bei denen. That was awesome! I'm so jealous! What do you get? What do you do to get her attention? Come on, let's go watch her beat up some bad guys. Und auf die Fresse. Wie gesagt, er ist ein Fan von Undyne und will er jetzt zugucken, weil eigentlich muss man sagen, Undyne ist auch ein Held im Untergrund. Weil, ja, bloß weil ich ein Mensch bin und das und ihr Ziel ist, einen Menschen zu töten, damit, ja, das wird man noch erfahren, damit, tja, a feeling of dread hangs over you. But you stay charming. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber nochmal. Doppelt gespeichert hält besser. Wenn diese vier Samen nebeneinander im Wasser sind, dann werden sie eine Brücke bilden. Ungefähr so. Und wenn... Aaron taucht auf. Alt. Ich hoffe, das ist überhaupt richtig, was ich gerade mache. Ah, gut. Er hat sich selber raus aus dem Raum geflext. Das Schild da braucht man auch vier Samen, da man braucht mal genau vier Samen, damit es klappt. Das Schild könnt ihr vergessen, da steht drauf, dass wenn man diese Glocke aktiviert, oder? Nee, nee, da steht, dass man den falschen Weg genommen hat, hier steht. Wenn man Fail hatte, kann man mit der Glocke neu starten. Ich überlege gerade, wie das hier unten geht. Ja. Noch eine, dann habe ich gleich mein Secret gefunden. Boah, es ist so nervig, dass man keine ganze Pfeil nach oben und unten Taste auf dem Laptop hat, sondern eine Taste, die in der Mitte geteilt ist für beides. Hier ist nur eine Bank. Da ist ein einsames Quiche, das unter dieser Bank sitzt. Ich nehme es. Das verlassene Quiche. I just wasn't ready for responsibility.
Jemand war nicht bereit für die Verantwortung, die so ein Quiche mit sich bringt. Deswegen hat er es kaltblütig ausgesetzt. Was zum Fick? Das ergibt keinen Sinn. Zum Glück habe ich das hier noch halbwegs im Kopf. Der YouTuber, bei dem ich das Spiel kennengelernt habe, hat hier nämlich ziemlich lange gebraucht, um das zu kapieren. Deswegen habe ich es noch im Kopf. Aber ich traue mir so zu, dass ich gleich einfach aus Versehen zu weit laufe. Komm, nur noch eins. Hier könnt ihr halt sehen, wie man das Rätsel kurz löst. Wenn man das Schild da unten erreicht, sollte jeder rausfinden. Einfach hier unten 4 droppen und dann steht da drauf: Herzlichen Glückwunsch, du hast den falschen Weg gefunden. Oh, das Telefon. Hello, this is Papyrus. How did I get this number? It was easy. I just dialed every number sequentially until I got yours. Yeah, so what are you wearing? I'm asking for a friend. She thought she saw you wearing a dusty tutu. Is that true? Are you wearing a tutu? Ich weiß nicht, ob mir das hilft. Ich glaube halt, das war Andein, die das gefragt hat. Nein. So you aren't wearing a dusty tutu? Got it. You're my friend, so I trust you 100%. Have a nice day. Ja. Hier, Wishing Room. Hier kann man sich etwas wünschen mit den Sternen. Oh, Joshua. Clean. Ich muss ins Grüne. Ist klar. Ja genau, passt es halt noch besser ab. Ich habe nicht viel Leben. A long time ago, monsters would whisper their wishes to the stars in the sky. You hoped with all your heart, your wish would come true. Now, all we have are these sparkling stones. Ja, früher haben Monster immer in den Sternenhimmel gebetet für ihre Wünsche. Das geht nicht mehr, da sie jetzt hier eingesperrt sind. Thousands of people wishing together can't be wrong. The king will prove that. Wenn Tausende denselben Wunsch haben, dann wird er wahr. Come on, sis, make a wish. I wish my sister and I will see the real stars someday. Na, sie wollen die echten Sterne sehen. Ah, seems my horoscope is the same as last week's. Ein Teleskop. Ja. Checkwall. Hier sieht man es nochmal. Und damit ist diese Wand gemeint. Oh, hier steht eine kleine Story. Ich würde sagen, die sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Ciao.